Moin Leute, was geht? Jetzt fahren wir nach Wuppertal-Burgholz. Und jetzt bin ich in diesem wunderschönen Tunnel hier. Wir sehen uns gleich auf dem nächsten Spot. So Leute, ja, ich bin zu unserem Ziel hier im Burgholz Wuppertal schon gekommen. Und jetzt packen wir alles gleich raus. Das Bike ist hier, alles ist dabei und gleich nehme ich euch mit auf dem Trails. Bin so gespannt, letzte Zeit bin ich nicht so viel gefahren, deswegen bin ich wirklich so gespannt mit dem GoPro Max. Ich weiß nicht, wie, wenn ich mich selber filme, wie sieht aus, Fisheye-Effekt, vielleicht ist ein bisschen dabei, größere Nase, Mann. Die LKWs sind ein bisschen laut, ne? Ja, würde sagen, bis gleich. Also, bin schon unterwegs. Muss ich hier ein paar Kilometer treten. Ja, was heißt ein paar Kilometer? 1-2 Kilometer, glaube ich, sind das. Oder genau sozusagen da gleich oben schieben. Das spare ich euch natürlich. Brille habe ich mitgenommen heute, nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns oben. Ich teleportiere euch ab jetzt. So Leute, schau mal ganz kurz, was für eine mega Natur ist hier. So beautiful. So, ready für Warm-up. Einmal die Brille ziehen. Yes. Oh, da ist der Trail. Jetzt merken wir, ob viel Matsch ist. Let's go. Auch hier ein bisschen, ja. Ganz entspannt. Ja, hier ist eigentlich Schatten. Und dann ist es ziemlich nass und rutschig. Bisschen Bike Control üben. Ganz kurze Strecke. Und jetzt wieder hoch treten. Also mit dem Trail war ich nicht so zufrieden, weil zu viel Matsch ist. Dann machen wir weiter. Leute, wir ballern Trail Nummer 2. Habe ich den Trail nie gecheckt. Aber sieht ein bisschen nass und matschig aus. Weil hier sind die schönen Bäume, die machen Schatten. Ne? Aber ganz entspannt. Mit Spaß. Oh, hier stabil zu bleiben ist einfach, oh yes, ist einfach nicht so easy. Ah Mann, das ist ein bisschen matschig hier. Jemand ist auch gestern oder war gestern oder vorgestern gefahren. Oh ja. Matsch im Mund. Das ist mega schön, aber wenn trocken, ne? Oh, stay on a bike, Tony.
viele Wurzeln und Steine hier. Also die Strecke ist nicht so einfach. Flowy. Ta-ta-ta-ta. Mann, wie schnell kannst du hier fahren? Ey? Hier ist wieder schon richtige Schatten. Und das ist Ende. Oh Leute, bisschen anstrengend, ne? Bisschen die Natur genießen. So Leute, oh, ich habe hier ein bisschen Energie wieder gesammelt. Wollte mal kurz sehen, wie viel Grad es gerade ist. Schreiben wir Wuppertal Wetter. Ja, aktuell zeigt 6 Grad. Aber ist ziemlich windig, ne? Kalt Wind heute. Boah, heute trocken, mega. Okidoki. Jetzt ziehe ich die Brille an und nehme ich euch hier auf eine Enduro, richtige Enduro, gute Strecke. Und würde ich sagen, die Strecke ist ziemlich technisch. So, let's go. Also hier ist noch nicht technisch, aber am Ende, also ich erwarte Wasser unterwegs, das ist mir schon klar. Oh, ein Kollege ist da. Darf ich vor? Danke. Ja. Das macht unsere Geschwindigkeit langsamer. Alter! Schwimmbad! Ich hoffe, es ist die ganze. Ich hoffe, es ist nicht die ganze Strecke so. Weil wir brauchen Geschwindigkeit, ne? Boah, Junge. Richtig Speed hier. Das hier. Was ist das? Wald ist geschnitten. Wurzeln, Steine hier. Wo war das? Hier. Oh ja, yeah. Bisschen rutschig hier. Nice. Okay. Let's go.
Der scheinbar nicht so smooth. Oh Leute. Oh Leute. Das war geil. Huh. So Leute, wie ihr seht, ist nicht so einfach mit dem Biobike. Huh. Viel, viel schieben. Dieses Jahr muss ich auf jeden Fall eine E-Bike holen. Guck mal hier. Wie sieht aus? Oh. Jetzt gleich ballen wir hier einen Trail. Nur überlege ich hier, ob ich hier runterfahren soll. Weil das finde ich ein bisschen langweilig. Da ist noch eine Option, kann ich ein bisschen hoch, ne, und dann kommt gerade und dann so rum, aber ist schon flowy. Noch ein bisschen. Also gerade beim 43 Sekunden, die Kamera stoppt so. Einfach alleine. Einfach alleine. Habe nichts gedrückt. Hier vorher habe ich hier ein Trail von rechter Seite gesehen und das sieht so aus. Aha, der ist, ich denke, kenne ich. Aha, kenne ich. Wo geht das lang? Da ist auch wieder Hauptweg. Aha, da runter geht lang. Ja, ich denke, wo soll ich fahren jetzt? Da oder hier? Ich denke, hier ist mehr interessant, ne, für euch auch. Fahren wir hier. Ich will ein bisschen Speed überleben auch. Oh. Genau so. Hopp, hopp. Genau so und hier muss ich da lang. Kamera läuft. Oh. Genau, jetzt ein bisschen entspannt hier. Rechts, genau. Uhu. Was ist das? Oh Junge, genau so. Zu viele Steine und Wurzeln. Hier geht's weiter, glaube ich. Ja, genau. Into the match. Nice. So schnell sind wir runter. Und so viel schieben, ne? Mit dem Biobike. Genau. Yes. Boah. So Leute, ich habe entschieden, nicht mehr heute zu fahren, weil morgen will ich auch fahren und dafür brauche ich Energie sparen. Später gucke ich die Videos, wenn ich zu Hause bin. Aber ich glaube, hat gut geklappt heute. Am Anfang bisschen langweilig die erste Strecke, weil zu matschig war, ne?
und auch für ein Warm-up. Aber jetzt ist schon besser. Puh. So Leute, das war's mit heutigem Video. Erstmal hier ein bisschen chillen. Ich habe locker 5 Stunden habe ich locker gemacht. Und ja, wir sehen uns nächste Mal. Falls euch das Video gefallen hat, wäre nett, ein Abo zu lassen. Give some love. Und wir sehen uns nächste Mal. Bis dann. Mach's gut. Ciao.